ihr lieben Kreativen, hier bin ich wieder, eure Elke, heute mit einem kleinen Video zum Gesichterzeichnen. Das ist heute für die Erwachsenen und alle Kinder, die Lust darauf haben und sich darauf einlassen wollen. Es ist eher nicht geeignet für kleinere Kinder. Ihr seht hinter mir so einige Zeichnungen. So kompliziert machen wir es heute nicht. Das sind Zeichnungen aus einem anderen Kurs, aber daran wollte ich euch zeigen, dass es schon ein ziemlich umfangreiches Thema ist, Gesichter zu malen. Es kommt auch immer darauf an, ob man sie von vorne malt. Das werden wir heute tun. Wir werden ein Gesicht malen von ganz vorn. Das ist mal für den Anfang am einfachsten. Dann gibt es natürlich auch Halbprofile. Das seht ihr jetzt hier bei mir, ne? Wenn ich meinen Kopf ein bisschen drehe. Und natürlich gibt es auch das Profil ganz von der Seite. Ja, am besten, wir starten einfach mal. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. So ihr Lieben, jetzt sitze ich hier vor meinem Papier und es geht auch schon gleich los. Ich habe hier meine Mappe mit meinem Bleistift und Graphitstiften ausgebreitet. Und ich möchte euch als erstes erklären, wie wichtig es ist, Bleistifte in verschiedenen Härten zu haben. Oder ihr habt euch vielleicht schon gefragt, was eigentlich diese Bezeichnungen auf den Bleistiften bedeuten. Da gibt es zum Beispiel Bleistifte, da steht drauf H oder das meiste oder häufigste findet ihr mit HB, B, 4B oder 2H. Was heißt denn das eigentlich? Das heißt, dass die Bleistifte verschiedene Härten haben. Bleistift, der besteht nämlich nicht aus Blei, das ist, hat man früher geglaubt und daher hat er auch seinen Namen, sondern ein Bleistift besteht aus Ton und Graphit. Graphit ist sehr weich, Ton macht den Bleistift ein bisschen härter und ich habe jetzt hier zum Beispiel einen Bleistift in der Stärke 2H. H steht für hart, da ist mehr Ton drin und weil er hart ist, reibt er sich nicht so stark ab, das heißt, er ist etwas heller. Ich schraffiere hier mal ein bisschen und ihr seht, das sieht man hier nur so ein ganz bisschen drauf, obwohl ich relativ dick aufdrücke. Jetzt mal der, den ihr bestimmt kennt und den man auch meistens im Etui hat. Das ist ein HB, der ist genau dazwischen. Da sieht man, der wird jetzt schon so ein bisschen dunkler, wenn ich den etwas fester aufdrücke und schraffiere. Und ein ganz, ganz weicher Bleistift ist zum Beispiel der 6B. Der ist schon viel weicher, das fühlt man auch, wenn man malt. So, der wird dann noch ein bisschen dunkler. B steht für Black. Das heißt, je größer das B ist, umso schwärzer kann man mit dem Bleistift auch zeichnen. Ihr seht, ich habe hier ungefähr gleich stark aufgedrückt und da sieht man schon diese Unterschiede. Das ist ganz wichtig zu wissen, wenn man malt, wenn man zeichnet. Und es ist auch ganz gut, man hat mehrere Bleistifte in diesen unterschiedlichen Größen parat. Ich zeichne jetzt vor mit einem HB. Meine Grundform, wenn ich Gesichter male, ist ein Ei. Ganz einfach ein Ei, oben ein bisschen breiter, unten ein bisschen schmaler. Ich mache das jetzt mal hier in dem Bereich, dass ich gleich noch ein bisschen Hals und Haare drauf bekomme. Das heißt, damit beginne ich und zeichne jetzt hier ein Ei. Unten ein bisschen schmaler. Ich hoffe, dass ihr das gut erkennen könnt. Ist ein bisschen schräg geraten, weil ich immer noch ein bisschen auf die Kamera gucke. So ist das schon besser. Wenn ihr übrigens mal etwas korrigieren müsst oder wieder wegradieren müsst, ist hier so ein Knetradierer ganz gut. Der war mal viereckig, aber der ist schon ganz weich geknetet. Den kann ich ganz fest kneten und den kann ich auch so ein bisschen formen und kann damit super gut die wieder wegradieren oder später auch lichter in meine Zeichnung reinbringen. Jetzt zeichne ich mir eine Hilfslinie da rein. Und zwar einmal längs durch die Mitte und dann, das liegt ein bisschen in der Kameraeinstellung, dass das hier so interessant aussieht. So. Und dann nehme ich diese Strecke hier,
also von hier bis hier, und teile sie nochmal etwa in der Hälfte durch und zeichne da einen Strich durch. Das ist eine ganz wichtige Hilfslinie. Dann brauche ich noch eine Hilfslinie zwischen diesem Punkt, also dieser Hälfte, und hier unten. Und zwar nicht genau in der Mitte, sondern ein bisschen was über der Mitte, so ungefähr bei 4:6, 40:60%. Und dann brauche ich wieder von hier nach hier ungefähr wieder 40%. Vielleicht ahnt ihr es schon oder könnt es euch schon ein bisschen denken, wozu diese Linien gut sind. Das sieht total schräg aus hier. Ich muss noch ein bisschen was an meiner Kameraeinstellung ändern. Seht es mir nach. Ich feile noch ein bisschen dran. So. Das hier ist nämlich die Linie für die Augen. Und damit beginne ich. Viele glauben nicht, dass die Augen ungefähr auf der Mitte des Kopfes liegen. Aber tatsächlich ist es so, dass vom Kinn bis zum Ende unseres Schädels ja eine ganze große Strecke ist. Und hier ungefähr fangen die Haare an. Und deshalb denken viele, die Augen sind viel weiter oben. Aber in Wirklichkeit sind die ungefähr auf der Hälfte von unserem ganzen Kopf. Und ich mache mir jetzt hier Striche hin. So. Und so. Und wenn ich mir das hier mal genau anschaue, habe ich hier ein Auge, das zweite Auge. Und dann ist hier eine Lücke dazwischen und da würde ungefähr nochmal ein Auge dazwischen passen. Das kann man sich ganz gut merken, so das Prinzip vom dritten Auge. Das ist natürlich auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich, aber meistens funktioniert das. So, nun mache ich eine obere Linie, eine untere Linie, mache die nicht zu groß und rund, das wirkt dann auch unnatürlich. Wobei auch da natürlich jeder Mensch ein bisschen unterschiedlich ist. So. Hier mache ich die Nasenspitze rein und gehe jetzt mal hier in so eine kleine Welle hoch. Das passt auch ungefähr hier in diese Lücke. Wenn ich mal hier so runter gucke, die oben hier an der zwischen den Augen liegt. Hier mache ich einen kleinen Nasenflügel dran und hier deute ich mir schon Nasenlöcher an. Und das ist ganz wichtig, wenn ihr so von vorn guckt, dass ihr die Nasenlöcher nicht so rund malt, sondern eher hier so ein bisschen schlitzig, weil die würden nur ganz rund aussehen, wenn ihr von unten guckt. Also wenn ihr euch unter das Gesicht stellt, dann könnt ihr, oder das Gesicht so ein bisschen, der Mensch den Kopf hebt, dann könnt ihr so richtig runde Nasenlöcher sehen. Aber meistens sehen die von vorne betrachtet so ein bisschen schlitziger aus. Ihr könnt euch mal ganz vorsichtig hier noch so eine Hilfslinie hinmachen. Das bildet hier so ein ganz kleines Dreieck. Da müssen wir aber gleich vorsichtig sein, dass das nicht zu stark wirkt. Hier ist so diese kleine Kugel, die Nasenspitze. Das ist auch ganz gut, wenn man sich das hier schon so skizziert. Das hier ist die Mitte des Mundes, also praktisch der Zwischenraum zwischen Oberlippe und Unterlippe. Und auch hier mache ich hier so eine kleine feine Linie hin. Ich mache einen ganz leicht lächelnden Mund, so. Und mache mir hier noch einen kleinen Strich und hier oben einen kleinen Strich. Ihr seht, das entsteht immer mehr ein Gesicht. Jetzt kümmere ich mich ums Auge und bringe hier oben rüber das Augenlid. Wichtig ist, dass das hier immer sehr symmetrisch ist. Da müsst ihr echt darauf achten, dass zum Beispiel hier die Punkte für die Augenwinkel, zumindest diese beiden, müssen auf einer Linie sein. Diese beiden müssen auch auf einer Linie sein. Das ist nicht unbedingt nötig, dass die auf der gleichen Linie sind, weil es gibt ja auch Menschen, die haben etwas schräg gestelltere Augen. Da ist vielleicht dann hier die Außenlinie etwas weiter höher. Das ist natürlich auch wieder von Mensch zu Mensch unterschiedlich, je nachdem, wo wir herkommen. Ne, sind die Augen größer und kleiner?
Wir sind Gott sei Dank ja alle sehr, sehr unterschiedlich. So, jetzt bringe ich ins Auge die Augen Iris. Das ist das, was bei euch braun oder blau oder grün oder wie auch immer ist. Das zeichne ich hier rein. Ganz rund. Aber ich kann nicht ganz den Ball hier erkennen. Da ist hier das Augenlid schon ein bisschen drüber. Wenn man die Augen ganz weit aufreißt, ich zeige euch das mal hier kurz, ich radiere das gleich wieder weg, dann kann man manchmal, sieht das so aus, aber das sieht dann so aus, wenn man so richtig sich vielleicht erschreckt oder so und die Augen weit aufreißt, und deshalb mache ich das nicht, sondern das ist jetzt hier so ein bisschen angeschnitten. Und dann bringe ich hier noch die Pupille rein. So. Hier oben drüber kommen die Augenbrauen. Wenn ihr merkt, das fällt euch so ein bisschen schwer mit der Symmetrie, dann könnt ihr euch auch da nochmal eine Hilfslinie drüber machen. Das hilft manchmal. Die mache ich hier ein bisschen dicker. So. Und da ein bisschen schmaler. Das Gesicht wird immer mehr zum Gesicht. Ich mache mit den Wimpern weiter. Und das ist jetzt auch ganz wichtig, dass ihr keine, ich nenne das mal Las Vegas Wimpern malt. Und die gehen so. Das mache ich jetzt hier mal wieder und zeige es aber gleich wieder weg. Ganz viele malen so Wimpern. So sehen die aber nicht aus. Also ich mache sie gleich wieder weg, weil so will ich die nicht haben. Sondern so. Hier sind noch so ganz kleine Härchen. Manchmal sieht man da auch nur so einen dunklen Punkt. Und dann gehen die hier mehr so zur Seite weg. Und hier mache ich das genauso. Hier, wie gesagt, wirken sie ein bisschen. Ja, sowieso dunkle Punkte. Hier drin ist der Augenwinkel. Und wenn er mal genau guckt, ist der meistens auch so ein bisschen rosa. So. Und hier mache ich das auch noch ein bisschen kleiner. Meine Augen sind schon ganz schön weit. Ich werde das nachher noch etwas schattieren, damit ihr da auch noch mehr sehen könnt, wie viel man mit Schatten auch noch machen kann. Aber jetzt kümmere ich mich noch ein bisschen um den Mund. So, hier ist ja schon die Mitte meines Mundes. So, hier. Mache ich eine kleine Linie. Eine kleine Person bekommt hier einen ziemlich vollen Mund. Also je nachdem, wie breit ihr diese Oberlippe macht, umso voller oder schmaler wird der Mund. Da ist er. Fertig. Ich mache jetzt hier den Hals dran. Ihr seht, es sieht schon ziemlich nach einem weiblichen Gesicht aus. Wenn ihr euch mal so in die Gesichter schaut, euch mal männliche und weibliche Gesichter anschaut, werdet ihr erkennen, dass sie sich ein bisschen unterscheiden. Oftmals ist bei Männern hier unten, ich mache das jetzt einfach mal, damit ihr mal den Unterschied seht. Ich radiere das aber gleich wieder weg, mache das mal nur an dieser Seite. Ja, ist das Kinn manchmal ein bisschen breiter. Ich mache jetzt hier mal den Hals der Frau. Der ist meist hier etwas schmaler. Und hier ist der Hals auch etwas breiter, und hier bei Frauen geht es manchmal hier auch schon so ein bisschen runter. Bei Männern geht das hier auch noch mal so ein bisschen eckiger. Das wird ein bisschen arg eckig, aber das ist wieder die Kameraeinstellung. So, das mache ich aber wieder weg, weil ich ja jetzt hier eine Frau male.
Deute hier mal nur ein bisschen die Schultern an. Jetzt gibt es hier so eine kleine Kerbe. So, das kann man auch fühlen, wenn ihr da mal so mit dem Finger an euren Augen entlang geht. Dann merkt ihr, dass da so eine kleine Einbuchtung neben den Augen ist. Und hier geht es jetzt etwas in die Wange über. Und hier drunter ist ein Knochen, der heißt Jochbein. Und der steht so ein bisschen raus. Und deshalb sieht das hier so aus. Jetzt fehlen ja meinem Gesicht noch die Ohren. Und man kann sich ungefähr mal merken, hier beginnen die Ohren. Hier etwas unterhalb der Nase. Enden sie. Auch dafür sind diese Hilfslinien total gut, weil man sich da immer noch ganz gut orientieren kann im Bild. So. Hier klappt es ein bisschen um. Ich weiß gar nicht, ob ich die Ohren nachher noch brauche, wenn Haare drüber kommen, aber ihr habt es dann mal jetzt gesehen. Ja, nun habe ich ja im Moment noch ein eher glatzköpfiges Gesicht. Das soll sich jetzt noch ändern und deshalb male ich jetzt hier einen kleinen Haaransatz rein. Und die Haare gehen auch hier noch etwas über das Kopfende hinaus. Das deute ich jetzt aber auch nur etwas an. So, ich mache mal hier so eine, vielleicht so einen kleinen Mittelscheitel. Und lasse aber auch hier schon ein paar Haare mal reinwachsen, die hier so etwas drüber kommen. Also hier ungefähr ist der Haaransatz, hier könnte der Scheitel sein. Und ich male hier auch nicht jedes Haar, sondern erstmal nur die grobe Struktur und vielleicht erstmal nur Strähnen. Manchmal kann man sich sonst im Haare malen verlieren. Hier mache ich es genauso. Ich lasse vielleicht mal hier so eine kleine Strähne ins Gesicht fallen. Und lasse auch hier mal eine Strähne über das Ohr wegwachsen. So, nun brauche ich meine Hilfslinien nicht mehr. Und damit sie mich nicht verwirren, radiere ich sie jetzt alle weg. Ich wechsle nun zu einem etwas weicheren Bleistift, weil jetzt möchte ich gerne Schattierungen in meinem Gesicht einzeichnen. Denn so wirkt es ja noch sehr flach. Und später werde ich noch etwas mit Buntstiften hineinmalen, aber es wäre auch eine tolle Skizze, um damit später mit anderen Farben, Wasserfarben oder mit Kreide oder mit Acrylfarben weiterzumachen. Ich wähle jetzt mal einen Bleistift in der Stärke 4B. Also, ihr erinnert euch, B steht für Black. Und das Schöne ist an diesen weichen Bleistiften, die kann man ganz gut auch hier schon etwas verreiben, sodass ich da auch kleine Schattierungen reinbekomme. Und jetzt beginne ich, damit ich ein bisschen Orientierung in meinem Bild habe, mal mit diesem Nasenschatten. Denn das hier liegt tiefer, also dieser Bereich hier liegt höher, ja, dieser liegt ein bisschen höher und dieser Bereich liegt ein bisschen tiefer im Gesicht. Das heißt, die Nase, die wirft einen Schatten auf das Gesicht und auch hier, das schraffiere ich jetzt mal so vorsichtig und kann auch, wenn ich das mag, mit dem Finger hier das etwas verreiben. Und ihr seht, dass da jetzt schon etwas passiert, so in Richtung plastischer Wirkung. Hier mache ich das auch ein bisschen. Oftmals fällt das Licht ja etwas unterschiedlich.
beobachtet einfach viel, schaut viel. So. Das ist eine kleine Kugel hier, die Nasenspitze. Und da unten ist auch ein kleiner Schatten unten drunter. Den habt ihr fast alle. Guckt euch das einfach mal an. Und auch hier drunter, auch diese Nasenflügel sind wie so eine kleine Kugel. Und deshalb mache ich hier auch ein bisschen mehr Schatten. Und auch da ist natürlich jede Nase unterschiedlich. Manche sind breiter, manche sind schmaler. So. Und manche geben viel Geld dafür aus, dass die Nasen schmaler werden. Ich finde es nicht immer unbedingt schöner. Das hier mache ich ein bisschen weicher, weil meistens hier das gar nicht so hier schon ein bisschen flacher wird. Da wird es dann hier, der Schatten hier ein bisschen weicher. Schön ist es natürlich, wenn ich dann auch die Farbe zur Verfügung habe. Und damit natürlich noch viel, viel mehr Wirkung erziele. Hier ist es ziemlich hoch. So, das könnt ihr auch fühlen, wenn ihr mal, das ist wie so eine kleine Wulst über der Augenbraue oder unter der Augenbraue. Und hier geht es dann aber auch wieder ein bisschen tiefer und deshalb mache ich das ein bisschen dunkler. So, was tiefer liegt, ist meistens auch ein bisschen dunkler, weil da ein Schatten drauf fällt. Prima. Beim Auge gibt es noch eine Kleinigkeit, da gibt es nämlich hier unten so ein Innenlid, so das ist hier, und ein Außenlid. Und am Außenlid hier unten, da sind die ganz kleinen Wimpern unten. Wenn ihr mögt, könnt ihr sie noch mit einzeichnen. Das ist jetzt hier ein bisschen zu dunkel geraten, das nehme ich mal gerade etwas weg. So, mach das ganz dünn und dann habe ich auch diese unteren Wimpern. Ich kümmere mich jetzt noch um die Augen. Und ihr müsst euch vorstellen, dass dieses Ganze, das Weiße, was wir hier drin haben, die Augeniris und die Pupille, das gehört alles zu dem großen Augapfel, der in unserem Schädel liegt. Das ist wirklich eine große Kugel. Und Kugeln, ich zeige euch das mal hier unten, wenn ihr euch mal so eine Kugel vorstellt, die hat natürlich Schatten. Das ist so ein Ball. Ihr seht, ne? Dass das rund ist, es wirft Schatten und diese Schatten können wir auch hier mal im Auge andeuten, denn wenn ihr mal so genau guckt, das ist nie so ganz weiß. Das ist, da ist auch schon Schatten drin und das liegt auch an dieser gewölbten Form und natürlich auch, dass das Augenlid zum Beispiel Schatten in das Auge wirft. Ja, das kann ich also auch jetzt ganz gut machen. So. Und auch die Augeniris male ich jetzt etwas dunkler. Und da kann ich auch hier mal so Striche andeuten. Weil die kann sich nämlich zusammenziehen. Je nachdem, wie das Licht drauf fällt, ne, wird die Pupille größer und kleiner. Und das ist hier wie so ein kleines Netz, das sich zusammenzieht und öffnen kann. Total mega spannend, so wie ein Auge funktioniert. Und auch hier oben mache ich es wieder etwas dunkler, weil ja, wie gesagt, das Augenlid hier einen Schatten wirft, auch auf die Augeniris. Und jetzt wird es total spannend, weil ich jetzt hier, mal hier, erstmal so zwei Stellen rein. Zeichne und jetzt nehme ich einen noch härteren Bleistift. Jetzt nehme ich mal 6B, weil ich möchte, dass das so richtig dunkel wird. Das ist nämlich die Pupille. Ich lasse aber in der Pupille etwas weiß. Und das ist spannend, denn dadurch wirkt das Auge lebendig. Ihr seht, das glänzt schon ein bisschen. Das ist der Trick, wenn man Augen glänzen lässt. Ich bringe noch etwas Schattierung hier rein.
Das kann man auch mal ziemlich dunkel sehen, weil das ist so eine richtig tiefe Falte hier, wo das Lid ist. So. Und ich finde, die Augen sind schon recht ausdrucksstark. Ich mache jetzt noch weiter mit der Oberlippe. Hier zwischen Nase und Oberlippe fehlt noch etwas. Das ist diese kleine Einbuchtung und die heißt Piltrum. Und die zeichne ich mir noch ein hier. Das ist so ein bisschen vertieft. Und deshalb schraffiere ich das hier unten mal ganz dünn. Und schon, ne, sieht das ganz spannend aus. Ein kleiner Tipp zur dreidimensionalen Wirkung ist, dass ihr die Oberlippe ein bisschen dunkler machen könnt als die Unterlippe, denn die Unterlippe kriegt ein bisschen, meistens ein bisschen mehr Licht ab. Also, ich schraffiere das jetzt mal wieder. Ich habe hier meinen ganz weichen Bleistift gerade, mit dem schraffiere ich. Also. Seht, dass ich einen geschlossenen Mund gemalt habe, denn einen Mund mit Zähnen zu malen, das ist eine ganz eigene Geschichte und das zeige ich euch vielleicht mal später. Hier bringe ich noch so ein paar kleine Fältchen rein, die wir auch meistens haben. So, kann ich das noch etwas verwischen. Du bist ein kleiner Trick, wenn man das, den Mund ein bisschen lächelnder haben will, kann man hier noch so, diesen kleinen Augenwinkel, Mundwinkel verstärken. Hier drunter mache ich auch noch mal einen Schatten, weil hier ist das Kinn. Das Kinn ist auch wieder eine kleine Kugel. Das ist ganz witzig, wenn man sich das mal so merkt. Dann kann ich auch hier zum Beispiel, das habt ihr eben hier gesehen, wieder ein bisschen Schatten reinbringen. So entstehen die Schatten im Gesicht. Bisschen Farbe, das mache ich aber später, können wir das super gut auch mit Buntstiften oder mit Farbe gestalten. Prima. Ich mache jetzt hier noch einen kleinen Schatten hin, denn hier habe ich ja erklärt, hier ist so ein Knochen, der guckt eigentlich sonst ein bisschen raus. Deshalb kommt hier noch ein Schatten rein. Und der ganze Kopf wirft natürlich auch einen Schatten auf den Hals. Deshalb mache ich auch hier einen Schatten rein. Und je nachdem, wo das Licht so herkommt, wird das natürlich auch sehr unterschiedlich. So, jetzt schraffiere ich hier mal wieder. Und wische das hier mal. Die Haare fehlen uns noch. Und da mache ich jetzt nicht mehr allzu viel. Was auf jeden Fall hier wichtig ist, ist auch hier ein Schatten, wo die Haare so ein bisschen hochkommen. Da werfen die Haare nämlich einen Schatten auf die Stirn. Und hier darf auch noch etwas Schatten hin. Und meistens werden die Haare, die hier so nah am Gesicht sind, so, auch dunkler. Ich schraffiere jetzt erstmal nur diesen ganzen Bereich. Schraffieren heißt, ich setze diese Kreuzung quer, desto dunkler werden die. Dann das hier noch bisschen verreiben und kann aber auch noch mal so einzelne Haare hier so reinmalen. Ihr braucht aber nicht von vornherein alle Haare malen. Das ist echt tierisch viel Arbeit. Und so geht es dann mit dem Haaren immer weiter. Thank you.
eine Skizze mit Bleistiften, mache ich jetzt weiter mit Buntstiften, Polychroms. Ich beginne auch mit einer Hautfarbe. Schraffiere ganz sanft hier erstmal die dunklen Stellen. Dieser Stift ist insgesamt relativ dunkel und deshalb betone ich damit vor allem die Schattenbereiche. Ich wechsle nun zu einem etwas wärmeren Ton, wähle jetzt hier ein, ja, so ein helles Orange Aprikot und gehe jetzt hier neben den Schatten ein bisschen weiter. Es hilft mir, dass ich eben schon mit den Bleistiften die Licht- und Schattenbereiche angelegt habe, so kann ich mich jetzt hier auf dem Bild etwas sicherer bewegen. Hier der Wangenbereich ist sehr hell, den lasse ich fast weiß. Und auch hier diese Lichter über den Augen. Und hier diesen Bereich über der Stirn. Ich hätte hier unten das Kinn auch etwas heller lassen müssen, zumindest hier diesen Bereich. Aber ich kann jetzt mit meinem Radiergummi hier wieder etwas Licht hineinbringen. Ich kann auch mit dem Finger noch etwas hier verreiben oder mit dem Papierwischer. Das geht noch etwas einfacher. Ich bringe noch ein wenig rötlichen Ton, ganz dünn und fein, hier in den Wangenbereich, ganz vorsichtig, und auch hier unten, die Lippen, wische wieder etwas. Hier im Bereich der sehr tiefen Schatten unter dem Hals wähle ich noch ein dunkles Braun. Probiert einfach viel aus mit euren Stiften. Sofort wird das interessanter. Es ist unglaublich wichtig, im Bild spannende Licht- und Schattenbereiche zu setzen. So, auch hier, Augenlid ist es recht. Zum Augenwinkel hin dunkel und hier ein bisschen heller. Mit dem dunkelbraunen Stift ziehe ich auch die Augenbrauen nach. Und habe jetzt mal beschlossen, dass meine kleine Dame hier braune Augen bekommen wird. Den oberen Bereich der Augeniris mache ich auch wie eben vorgezeichnet wieder etwas dunkler. Nach unten werde ich etwas heller. Das macht das Auge insgesamt viel, viel interessanter. In den Bereich der Augenwinkel hier bringe ich auch etwas Rot ganz vorsichtig, ganz dünn rein, sodass es etwas rosé wirkt.
und hebe das noch mit ein bisschen weißem Stift hervor. Auch an den äußersten Rand hier bringe ich erst etwas Rot und dann sogar ein wenig Blau. Vertiefe auch hier nochmal die Lidfalte. Kümmere mich noch um die Wimpern. Und auch die Augen. Die Pupillen male ich nochmal etwas nach. Dieser Bereich, wo sich die Ober- von der Unterlippe trennt, auch immer etwas dunkler sein, ebenso Nasenlöcher, auch der kleine Schatten wird runter. Diese Linie mache ich noch etwas dunkler. So, jetzt sind die Haare dran und ich entscheide mich auch hier für Braun, arbeite auch hier mit mehreren braunen Tönen. Hier hilft mir, dass ich eben schon alles ein bisschen vorgezeichnet habe und nicht unter Schatten. Dass ihr nach Möglichkeit nicht jedes einzelne Haar malen solltet, habe ich euch eben schon erzählt, sondern eher auf diese Strähnchenbereiche. Und noch ein bisschen rötlich ins Spiel. Und verwische auch hier dann mit dem Papierwischer. So, nun habe ich auch die rechte Seite der Haare gemalt und bin schon ziemlich zufrieden. Ich habe bei den Haaren noch so ein paar einzelne Härchen hier rausgezogen. Das macht es manchmal noch ganz interessant und lebendiger, wenn es nicht gerade hier direkt so endet. Ihr seht vielleicht, dass ich hier oben so in dem Scheitelansatz hier heller geblieben bin. Da scheint einfach das Licht drauf. Meistens wirkt es da viel heller. Und hier unten seht ihr vielleicht, dass ich hier sehr, sehr dunkel geworden bin. Und das ist etwas, was ich euch sehr rate, nämlich wirklich auf Licht- und Schattenbereiche zu achten, da ruhig mutig zu sein. Das macht so ein Bild immer interessanter und dreidimensionaler. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis bald, eure Elke.